Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Kaffenberger der SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Anwesende, der Kollege Rock hatte vorhin noch gesagt, bei dem Setzpunkt zu den Kitas mit den 100 Tage sind noch nicht mal um, da muss man vielleicht auch manches erst mal wirken lassen. Wir als SPD sind in die Regierung gegangen, um es nicht besser zu wissen, sondern um es besser zu machen. Und ich glaube, dass Hessen ein starker und dynamischer Digitalstandort ist, da können wir alle was zu beitragen. Ob die Reden jetzt was dazu beigetragen haben, sei dahingestellt. Also, wir haben die Rahmenbedingungen, die Daten gehört. Und natürlich braucht die hessische Digitalwirtschaft verlässliche Rahmenbedingungen. Und natürlich braucht sie auch zusätzliche Impulse. Das eigenständige Ministerium für Digitales, das haben wir als SPD-Fraktion und ich als digitalpolitischer Sprecher auch immer gefordert. Und das ist das Erste, was wir hier an Impulsen setzen. Und es ist jetzt da, und es freut mich. Und wenn ich dann höre, dass wir irgendwie nichts zur Games-Branche drin haben, ja, also im Koalitionsvertrag steht drin, dass wir auch die Games-Förderung ausbauen und dass wir sie weiterentwickeln. Und auch der Mediencampus in Dieburg ist genannt. Das sind jetzt noch mal andere Zuständigkeiten, aber auch daran haben wir gedacht. Glauben Sie mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben wir nicht vergessen. Und ich hätte ja eigentlich gewettet, dass jetzt heute die Kritik daran kommt, was dieses Digitalministerium denn mehr kostet. Ich glaube, es geht hier darum, dass wir einen richtigen Impuls setzen. Und bei all den Fragen nach dem, was die vergangene Koalition hier in dem Bereich der Digitalisierung gemacht hat, ist für mich als Sozialdemokrat eines klar. Es ist egal, wo man herkommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kommt darauf an, wo man hin will. Und damit wir in Hessen auch weiterhin so ein dynamischer Digitalstandort bleiben, ja, es braucht dafür flächendeckend Glasfaser und Mobilfunk, haben Sie völlig recht. Wir waren heute Morgen ja gerade erst beim BRICO-Frühstück, einige waren auch in den vergangenen Wochen beim Fiber Days. Ein flächendeckendes Glasfasernetz und ein Mobilfunknetz brauchen wir, und wir brauchen es schnell. Aber dazu brauchen wir doch eben Fachkräfte, und wir brauchen auch kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass wir hier beschleunigen, dass wir das straffen, das ist alles völlig klar. Wir brauchen auch Genehmigungsfreistellungen bei Mobilfunkmasten. Das wollte ich im Übrigen in der vergangenen Legislatur schon auch mit einem Gesetzentwurf erreichen. Und ich habe so dunkel in Erinnerung, dass es nicht mal das Digitalministerium war, was da ein Problem mit hatte, sondern dass das hessische grün geführte Wirtschaftsministerium, insbesondere unter Herrn Al-Wazir, da ein Problem damit hatte, eine Genehmigungsfreistellung und Vereinfachung der Genehmigungsverfahren hinzubekommen. Und insofern ist doch die SPD hier jetzt nicht der Bremsklotz oder die neue Koalition, sondern es waren doch in der vergangenen Legislatur bei dem Ausbau der digitalen Infrastruktur Sie, liebe Grüne. Ja, und das werden wir. Und dann kann ich jetzt auch deutlich sagen, für mich ist klar, dass wir zügig vorankommen müssen. Deswegen werden wir auch in diesem Jahr dazu noch Vorschläge vorlegen. Das neue Digitalministerium, es wurde schon festgestellt, trägt jetzt aber auch den Begriff Innovation im Namen. Und gerade ich als Sprecher, der ja auch für Wissenschaft und Innovation jetzt in dieser Legislatur zuständig sein darf, freue mich natürlich, dass viele dieser Innovationen aus hessischen Forschungseinrichtungen stammen. Die Expertenkommission für Forschung und Innovation, die EFI, hat gerade vor 2 Wochen den aktuellen Jahresbericht vorgelegt. Sie hat ihn an den Bundeskanzler überreicht. Und oh Wunder, ein Schwerpunkt da drin war das Thema KI. Die EFI hat darin hervorgehoben, dass gerade exzellente Grundlagenforschung unterstützt werden muss und wir leistungsfähige Infrastrukturen dafür schaffen müssen. Außerdem müssen KI-Kompetenzen gerade in der Bildung, in Schule und Ausbildung vermittelt werden. Und es gibt auch positive Aussichten. Wir gewinnen in Deutschland als Forschungsstandort weiter an Attraktivität. Das werden wir auch in Hessen insbesondere mit den KI-Professuren, aber auch mit einer Förderung gewährleisten, dass das in Hessen der Fall sein wird. Für uns ist nämlich die nachhaltige Verbreitung und natürlich auch die verantwortungsvolle Anwendung von KI von zentraler Bedeutung. Nur so können wir alle miteinander sicherstellen, dass Digitalisierung gerecht und nachhaltig gestaltet wird. Und gerecht bedeutet dafür die SPD natürlich, Mitbestimmung in Unternehmen bei der Einführung von KI sicherzustellen. Wir werden aber auch dafür sorgen, dass wir bei möglichen Diskriminierungen von Algorithmen präventiv begegnen. Und dazu müssen wir auch unser hessisches KI-Ökosystem weiterentwickeln. Wir haben ja viele innovative Institutionen. Wir haben schon gehört, Hessen AI, das KI-Innovationslabor, CWDI, das AI Quality and Testing Hub und natürlich auch das Zentrum für angewandtes Quantencomputing. Und der wichtige Bestandteil dieser aktiven Industrie- und Transformationspolitik ist die Vernetzung von einerseits Wissenschaft, aber natürlich auch Wirtschaft und Politik. Und da leistet das House of Digital Transformation, der Kollege Puhlmann hat es schon gesagt, einen wichtigen Beitrag. Und wir werden diese bestehenden Initiativen auch ausbauen und stärken in den kommenden Jahren. Das ist unser Anspruch. Gerade auch im Bereich
Das gilt natürlich aber auch für Start-ups, Cloud-Anbieter und IT-Dienstleistungen. Auch die hohe Zahl der Rechenzentren haben wir schon gehört. Die sitzen alle rund um den D-Kicks. Und natürlich sind wir ein Top-Standort. Natürlich sind 30% aller Rechenzentrumskapazitäten hier. Aber hier kommt natürlich auch, und es wurde zu Recht angemerkt, der ökologische Aspekt des Themas Nachhaltigkeit zum Tragen. Bitkom hat gerade Ende Februar eine neue Studie zu den Klimaeffekten der Digitalisierung vorgelegt. Diese digitale Technologien können rund ein Viertel zu den Klimazielen in 2030 beitragen. Dazu müssen wir aber auch etwas tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Energieversorgungsunternehmen, dass wir Städte und Gemeinden und die Rechenzentren zusammenbringen und die kommunale Wärmeplanung so frühzeitig zusammenführen. Weil das Energieeffizienzgesetz des Bundes das gilt, und da sind auch Fristen drin geregelt. Aber wir wollen das Rechenzentrumsbüro stärken, die Planung und Koordinierung von Genehmigungsprozessen so beschleunigen. Und ich sage mal so, gesetzliche Fristen dürfen auch im Hessentempo unterschritten werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir zur IKT-Branche und den Neugründungen kommen, knapp 40% aller Start-ups in Hessen werden aktuell der IKT-Branche zugeordnet. Und deswegen wollen wir auch weiterhin die Forschungs- und Gründerszene finanziell unterstützen. Wir wollen die Förderung ausbauen und gerade hier uns auf wichtige Cluster beziehen, weil das ist eine aktive Transformations- und Industriepolitik und die brauchen wir in diesem Land. Ein Schwerpunkt sieht die SPD-Fraktion dabei im Bereich Digital Social Entrepreneurship und bei Gründerinnen. Aber auch Fintechs werden wir weiter fördern und den Ausbau von Vernetzungsformaten wie Innovation Meets Finance. Es wurde ja gerade von der FDP schon angesprochen, es fehlt an Kapital. Gerade solche Veranstaltungen, die heben doch privates Kapital zusätzlich. Genauso wie die erheblichen Summen vom privaten Kapital, die wir jetzt über eine Weiterentwicklung auch von Distral noch heben werden. Auch hier kommen wir mit der Digitalwirtschaft weiter, gerade auch im Handwerk als Anwenderbranche und den KMUs. Und das ist ein wichtiges Thema für uns. Viele dieser kleinen und mittelständischen Unternehmen sind übrigens auch im ländlichen Raum vertreten. Und es ist an der Zeit, dass wir die Digitalisierung auch dort voranbringen. Wir müssen die digitale Spaltung verhindern und sicherstellen, dass auch im ländlichen Raum die Chancen der Digitalisierung genutzt werden können. Und dafür werden wir auch die Kompetenzzentren für Digitalisierung im ländlichen Raum weiter ausbauen. Es ist wurde gerade von rechts hier kritisiert, dass wir insbesondere Gründungsinteressierten und gründungsaffinen Frauen eine Möglichkeit der besseren Förderung geben wollen, dass sie sich frühzeitig für Themen wie Gründung und Selbstständigkeit interessieren und da gefördert werden. Und dass es da ein neues Förder- und Unterstützungsangebot gibt, finde ich gut. Dass Sie das kritisieren, finde ich im Übrigen eine Frechheit, denn es waren gerade Frauen, die in der Digitalisierung als frühe IT-Programmiererinnen diese Grundsteine für unsere heutige Digitalisierung gelegt haben. Es waren Grace Hopper, es waren Hedy Lamarr oder Ada Lovelace. Googeln Sie mal diese Namen, dann haben Sie vielleicht was gelernt. Und deswegen fordern wir weiter die Förderung von Gründerinnen. Und jetzt schaue ich noch mal nach rechts. Gerade in Zeiten von Krieg und Krisen ist digitale Souveränität wichtiger denn je. Gestern war der Generalkonsul der Ukraine war dem Kostschip hier bei uns im Saal. Er stand da oben. Und wenn ich sehe, dass hybride Bedrohungen, insbesondere aus Russland, uns in Europa jeden Tag bedrohen, kann ich nur sagen, wir werden was für Cybersicherheit tun. Wir haben das nationale Cybersicherheitszentrum Athen in Darmstadt. Wir werden die Cybersicherheit weiter stärken. Und glauben Sie uns, wir werden insbesondere auch für die Kommunen was tun. Das brauchen wir uns von vielen erzählen lassen, aber sicher nicht von Ihnen. Und um im Bereich der digitalen Souveränität weiter voranzukommen, werden wir auch das Thema Datensouveränität im Auge behalten. Wir müssen in Rechenzentrumsinfrastrukturen hier in unserem Land investieren, auch um Quantencomputing in größerem Maßstab zu ermöglichen. Und wir werden auch bei dem Thema Chipproduktion, denn das ist auch ein Teil der digitalen Souveränität, vorankommen. Wir brauchen Chipproduktion im eigenen Land. Und auch hier wird es Initiativen geben zur Vernetzung des Halbleiterökosystems. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und es kommt darauf an, wo wir gemeinsam hinwollen. Ich glaube, wenn wir die Digitalisierung so gestalten, wenn wir sie gerecht gestalten, wenn wir sie nachhaltig gestalten, wenn wir Digitalisierung so gestalten, dann steht WWW künftig nicht mehr für World Wide Web, sondern für Wachstum, Wohlstand und Wandel. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Kaffenberger. Jetzt gibt es eine Kurzintervention. Kollege Fuchs, AfD. Herr Präsident, lieber Kollege Kaffenberger, Frauenförderung, ganz ehrlich, ich habe im Gegensatz zu anderen Leuten, die hier zu dem Thema reden, seit 20 Jahren in der IT-Branche gearbeitet. Und eins kann ich sagen, die Frauen, mit denen ich da zu tun hatte, das waren keine Frauen, die an die Hand genommen werden mussten wie kleine Kinder, um gefördert zu werden. Das waren alles taffe Frauen, mit denen ich zu tun hatte. Und Sie mögen es unverschämt finden, sowas zu kritisieren. Nee, Herr Kaffenberger, ich habe einfach ein Frauenbild von anderen selbstständigen Frauen im Kopf, die nicht wie kleine Kinder an die Hand genommen werden müssen und zu irgendwas geführt werden müssen. Bijan. Du kannst antworten, bitte. Sehr geehrter Herr Kollege Fuchs, also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber austauschen, dass wir unterschiedliche Frauenbilder haben. Ich finde Ihres durchaus sehr patriarchal. Und hier geht es nicht darum, irgendwen an die Hand zu nehmen. Hier geht es nicht darum, irgendwen an die Hand zu nehmen. Also im Übrigen glaube ich, Sie sagten ja tough. Also dass da nur taffe waren, kann ich mir vorstellen, weil um es mit Ihnen den ganzen Tag auszuhalten, muss man, glaube ich, relativ tough sein. Es ist doch hinlänglich bekannt, dass wir am Ende strukturelle Herausforderungen haben. Wir haben heute Morgen darüber geredet, wie Kita-Plätze in dem Land verfügbar sind. Wir haben da auch darüber geredet, wie es aussieht in anderen Branchen. Und es ist doch völlig klar, dass diese Strukturen am Ende eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und dass das alles notwendig ist, um die Erwerbstätigkeit von Frauen zu steigern. Und da geht es nicht mal nur um Sie, Herr Fuchs, sondern da geht es um ein strukturelles Problem. Weil es gibt nämlich ganz viele Leute, die genau wie Sie immer wieder dafür sorgen, dass diese Strukturen dieselben bleiben. Und genau deswegen hat die SPD heute früh auch den Setzpunkt zur Kita gemacht, weil das nämlich ein Teil davon ist. Und deswegen werden wir es Ihnen auch nicht durchgehen lassen, dass Sie uns das kaputt machen. Und wir werden es schaffen, dass mehr Frauen gründen und dass Frauen künftig an der Stelle in der Digitalwirtschaft sichtbarer werden, wie sie es in der Vergangenheit auch schon waren. Ich habe Ihnen drei Namen vorhin genannt. Googeln Sie die mal, lernen Sie was dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Quatta, die Frau Staatsministerin Sinemus. Bitte sehr, Christina. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann es mir nicht verkneifen, Herr Fuchs. 1996 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, 1998 mein zweites. Hätte mir jemand so gegenübergestanden wie Sie, hätte ich mich von Ihnen diskriminiert geführt. Und das tun viele andere Frauen auch. So, jetzt noch einmal zum Thema. Ich finde die Auflösung von WWW von Herrn Kaffenberger herausragend. Wachstum, Wohlstand, Wandel. Ja, das wollen wir. Das wollen wir an diesem Standort der Digitalwirtschaft. Und deswegen freue ich mich, dass so viele heute hierher gekommen sind, die diesen Standort als Wirtschaftsvertreter oder Verbandsvertreter nach vorne bringen. Und das können wir nur gemeinsam. Eine andere Übersetzung von Wachstum, Wohlstand, Wandel ist ein Zitat, was Thomas Edison zugeschrieben wird, der nämlich gesagt hat, die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu schaffen. Und Digitalisierung bedeutet, Daten zu nutzen. Daten zu nutzen und Daten in wirtschaftliche Prosperität umzusetzen, das wollen wir in Hessen. Aber das heißt auch am Ende des Tages ein Stück weit Kulturwandel in Gesellschaft, Wirtschaft und, ich betone es, Verwaltung mit aktiv zu begleiten. Denn das ist unser Job. Das ist unser Job, die wir hier in der Regierung sind und bestmöglich die Rahmenbedingungen für die Zukunft setzen. Denn die Zukunft wird stark geprägt durch die Digitalisierung und das Wesen der Digitalisierung ist dabei oftmals disruptiv. Das heißt, der Einsatz entwickelt nicht nur Effizienz und Effektivität,
und Wertschöpfungsketten, die völlig neu gedacht werden müssen, Geschäftsmodelle, die völlig neu überdacht und gemacht werden müssen, sondern auch Arbeitswelten ändern sich. KI-Chatbots als Kollege, Co-Roboting, all das heißt, dass dieser Weg in diese Digitalwirtschaft nachhaltig gestaltet werden muss, und das wollen wir. Denn Digitalisierung ist Chance und Herausforderung zugleich, und das insbesondere für unseren Standort. Einige Zahlen sind schon genannt worden. Mit knapp 40 Milliarden Euro Umsatz alleine hier in Hessen mit über 130.000 Beschäftigten sind wir ein dynamischer Digitalstandort. Und diesen wirklichen Motor der wirtschaftlichen Entwicklung wollen wir weiter vorantreiben. Denn auch deutschlandweit läuft die Digitalwirtschaft besser als die anderen Wirtschaftszweige allein im Jahr 2023 mit einem Umsatz von 250 Milliarden. Ein Plus von 4,4% ist in diesem Jahr vorausgesagt. Wir haben 1,4 Millionen, die 2024 in der IKT-Branche arbeiten werden. Und wir wollen insbesondere in Hessen diese Branche an der Schnittstelle KMU und Start-ups weiterentwickeln, wo der Bedarf da ist. Und lieber Herr Stirböck, die Stärke liegt auch darin, die Bereiche, wo die Wirtschaft es manchmal aus eigener Kraft nicht unmittelbar schaffen, ein Stück weit zu fördern. Und das haben wir gemacht, und das werden wir fortsetzen. Wir konnten bisher mit unserem Förderprogramm Distral knapp 140 Projekte unterstützen, 40 Millionen an Förderung initiieren, aber als Kofinanzierung auch 24 Millionen an Projekten aus dem privaten Kapital heben. Und genau das ist doch der richtige Weg, zu fördern und zu Anreize zu schaffen, um hier weiteres Kapital zu mobilisieren. Und so ist das Förderprogramm Distral angelegt, nämlich keine 100% Förderung. Und damit man so ein bisschen merkt, dass es nicht nur geht, die Großen zu unterstützen, sondern ganz vor allen Dingen zu motivieren, dass Ideen hier bleiben, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen sich hier weiterentwickeln, möchte ich mal so drei Beispiele nennen, die Fördernehmer waren bei unserem Programm in der Umsetzung. Das eine ist das Unternehmen Sittich. Zwei Brüder, die von ihrem Vater das Unternehmen übernommen hatten, die sagten, wir können uns den nächsten Entwicklungsschritt in ein neues Produkt, nämlich eine Software, die mithilfe von KI optimierte Ansagen in Flughäfen und Bahnhöfen macht, nicht leisten. Wir haben ihnen das Geld dafür gegeben, und heute sind aus den 5 Mitarbeitern 40 geworden. Weltweit wird genau dieses System vertrieben, und in 40 Sprachen kann man sogar in Japan und New York unser Unternehmen Sittich hören. Ein kleines Start-up in Kassel, Twinsit, hat eine KI-bestehende Software so weiterentwickelt, dass Schäden an Objekten wie Asphaltdecken, Vegetationsschäden oder Ähnliches schnell erkannt werden und behoben werden können. Sie haben es mithilfe von Distral geschafft, dieses Produkt zu skalieren und Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern. Und als letztes vielleicht ein Beispiel hier aus der unmittelbaren Nähe, was man nicht unbedingt mit KI sofort zusammendenkt. Es ist nämlich ein Unternehmen, das Glasbau macht, das Unternehmen Hahn. Und was die jetzt tun mithilfe unserer Förderung ist, dass eine platinegesteuerte Software Pumpenlüfter und Beleuchtung in Glasvitrinen so entwickelt, dass ein ideales Klima für Exponate geschaffen wird. Dieses Produkt finden Sie auch in renommierten Museen in Japan, New York, aber natürlich auch hier im Städel. Und das sind doch die Produkte, die Zukunft schreiben und gerade unseren Standort stark machen. Natürlich
kann Wirtschaft nur gestärkt werden, wenn Datenkonnektivität vorhanden ist. Nachhaltige Glasfaser- und Mobilfunknetze sind dafür eine Basis, und die werden auch wir weiterentwickeln, nicht nur im Sofortprogramm 11+1 für Hessen mit unserer Glasfaseroffensive, sondern auch mit Pilotprojekten der oberirdischen Verlegung, mit der Erleichterung von Genehmigungsverfahren und mit einem weiteren neuen Instrument. Wir werden nämlich in unsere Förderprodukte einschreiben, dass die Nutzung des digitalen Brandportals Voraussetzung ist, um Fördergelder zu bekommen. Das heißt, wir werden auch hier schneller und besser in die Umsetzung von Glasfasern FTTH bis 2030 an jedes Haus werden. So, und dabei vielleicht noch ein kleiner Hinweis in Richtung Bundesregierung. Wichtig wäre dabei, dass das Gesetz, das einen gewichtigen Namen hat, auch tatsächlich umgesetzt wird, nämlich das Telekommunikationsnetzausbau-Beschleunigungsgesetz. Die Entscheidung sollte beschleunigt werden, und zwar mit der Formulierung, dass dieser Ausbau überragendes öffentliches Interesse hat. Denn das hat es, weil die Bürgerinnen und Bürger sollen schnellstmöglich hier die Glasfaseroffensive nutzen. Und da werden wir in Hessen uns aktiv für einsetzen. Genauso werden wir uns aktiv für das einsetzen, was wir mit dem Koalitionspartner verabredet haben, nämlich die Multi-Cloud-Strategie nicht nur zu schreiben, sondern auch mit unseren Cloud-Computing-Anbietern. Wir sind ja der europäisch beste Rechenknotenpunkt. Ich sehe Harald Summer, DKIX. Ja, danke für diese Internetautobahn. Ich sehe viele andere von den Rechenzentren. Ja, danke, dass ihr an unserem Standort bleibt und diesen mit uns weiterentwickelt. Und wir wollen ihn nutzen. Wir wollen ihn nutzen, um einen zentralen Baustein des Koalitionsvertrags im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung umzusetzen, mit den Kommunen und für den Kommunen. Und das funktioniert auch und im Übrigen mit dem Rechenzentrumsbüro. Und lieber Thorsten Leveringhaus, liebe Kathi Walter, natürlich ist es so, dass wir in der letzten Regierungsperiode viele gute Dinge entwickelt haben. Wieso sollen wir die denn jetzt nicht weitermachen? Natürlich wollen wir das Rechenzentrumsbüro ausbauen und wollen die mit den Kommunen zusammenbringen, um hier nämlich eine bedarfsgerechte kommunale Wärmeplanung so zu machen, dass wir die Abwärme der Rechenzentren am Ende auch für Wohnungen nutzen können. Und schließlich gilt es natürlich, diesen Standort zukunftssicher aufzubauen. Und wenn wir etwas gelernt haben in der Corona-Zeit, ist es, dass wir an dem Thema Resilienz noch deutlich Nachholbedarf haben. Wir werden daher ein anwendungsnahes Krisenresilienzzentrum aufbauen, damit solche Katastrophen wie im Ahrtal beispielsweise anders gelöst werden können, dass ein Mobilfunkmast nämlich da schnell und unproblematisch hingestellt werden kann und wir hier nicht mit bestimmten Genehmigungen hadern, sondern bedarfsgerecht digitale Kommunikationsmöglichkeiten zu entwickeln, damit wir im Krisenfall gerüstet sein werden. Das ist die Aktion Resilienzzentrum. Das Konzept steht, die Umsetzung kommt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. WWW, Wohlstand, Wachstum, Wandel. Das wollen wir mit 5 Punkten tun. Realisierung eines Krisenresilienzzentrums, Glasfaseroffensive umsetzen, Distral fortführen, mehr privates Kapital aktivieren, die Digitaloffensive KI in der Verwaltung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger umsetzen und schließlich, ja, unser Gründernetzwerk weiterentwickeln. Gehen Sie mal ins Hub 31 und andere. Die Flächen werden nachgefragt. Und insbesondere die Nachfrage von Gründerinnen und Gründern, darauf wollen wir in der Zukunft setzen. Und auch diesen Bedarf bei den Gründerinnen zu motivieren, ist unsere Aufgabe. Und ich ende, wie ich angefangen habe, mit dem Zitat von Thomas Edison. Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu schaffen. Dafür wollen wir sorgen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Aussprache. Wir kämen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und der SPD, Drucksache 21-248. Wem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD. Wer ist dagegen? Das ist die FDP, das ist die AfD und der Kollege Herr. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Kollege Graf. Damit ist der Entschließungsantrag mit Mehrheit angenommen.